Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Wir sind gerade in einem schicken Poster, das hineingesetzt wurde von unserem lieben Freund. We will get you heißt das. So, hier steht jedenfalls da drauf. Ja, und zwar habe ich ein paar Datenfragmente gesammelt bei den Kräften. Jetzt gucke ich mal, was wir jetzt alles noch verbessern könnten. Sprint-Tempo können wir nicht verbessern. Genauso wenig wie das. Können wir hier irgendwas verbessern? Nein, also wir brauchen wirklich 10, bevor wir wieder was weiter verbessern können. Na, aber bei diesen Upgrades haben wir nur noch 2 frei. Boni. Bargeld-Erhöhung. Okay. Unruheherd-Belohnung. Alles klar. Mache ich jetzt einfach mal weg. Und 3 neue Aufträge. Jetzt machen wir mal mit der Hauptstory weiter und machen jetzt erstmal auch die Grundsätze dann zu Ende. It looks like these hotspots are protected by shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more Zin. So, good luck with that. Ja, danke. So, what exactly is a hotspot? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. Schade, dass man nicht schon endlich lang hier soll. Oh, ist das hier ein Flughafen? Ich will einen Heli. Hier muss es doch ein Heli oder ein normales Flugzeug geben. Ist ja immer ein Flughafen und da oben habe ich gesehen. Es gibt hier Flugzeuge. Okay, Konzentration. Konzentration. Oh, hier seid ihr alle. Mal sehen, ob wir so einen mitgehen lassen können. Das wäre richtig badass, wenn das jetzt klappen würde. Klappt aber nicht, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Nee, nee. Boah, schade. Ja, richtig geil, mit so einem Flugzeug durch die Gegend zu sprechen hinten. Hm. Ich nehme mal den hier mit. In Fuego. Mal sehen, wie der so ist. Oh, oh. Da müssen wir rein können. Da müssen wir rein können. Okay, den speichere ich auch mal eben. Ich will diese ganzen Rennautos etc. speichern. Hier, komm, 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 bitte, bitte. Hier müssen wir rein können. Da ging gerade eine Klappe auf. Uhuhu. Ich will zurücksetzen. Ich kann noch nicht mal nach vorne. Nein, nein, nein. Okay, speichern wir dieses Fahrzeug. Machen das nochmal neu. Und zwar gehen wir dann hier auf die Landebahn. Eigentlich falsch rum, aber egal. So. Fliegen wir dahin. Darf ich irgendwas Spezielles drücken? Nein, ich wollte nicht aussteigen. Oh. Muss ich irgendwas Spezielles drücken, um im Flugzeug fliegen zu können, oder was? Muss ich irgendwas Bestimmtes drücken, um es starten zu lassen? Nein, oh, jetzt habe ich es nochmal abgespeichert. Was zur Hölle? Ich check mal eben die Optionen. Spiel. Flugzeugbedienung normal. Erweitert. Okay. Normal ist doch eigentlich gut, aber warum kann ich das scheiß Flugzeug nicht benutzen? Sind diese Klappen da vorne noch dran oder was? Nee, die sind alle weg. What the fuck?
Ich will das jetzt benutzen. Vielleicht weil ein Teil nicht ganz auf der Landebahn ist. Vielleicht muss es wirklich glatt dafür sein. Probieren wir es nochmal. Letzter Versuch. Sure thing. Nee, klappt immer noch nicht. Und, oh, nein, das wollte ich gar nicht. Ich brauche übrigens dringend Munition. Scheiße. Flugzeug. Bridge. Dingen. Hm, vielleicht kann ich das dann nehmen. Ja, ich kann schon mal rein. Gutes Zeichen. Da oben ist ein Heli. Das kann ich auch nicht benutzen. Gut, dann ich will auf jeden Fall den Heli. Bitte, der Heli muss funktionieren. Wir nehmen den normalen Eingang. Also eher gesagt die normale Treppe. Warum ist hier denn alles so hin und wieder so komisch? Okay. Eine Thompson, die ich auch nicht benutzen kann. Ich kann die ganzen Fahrzeuge rein, aber die nicht benutzen. What the fuck? Junge, auf so ein Scheißzimmer zu machen. Das kann doch nicht sein. Ah, mit Shift komme ich also hoch. Womit komme ich dann runter? Hammer. Ah, jetzt können wir auch dahin fliegen. Oh, na, super, diese. Und das Teil hier lässt zu wünschen übrig und ich weiß auch nicht, mit welcher Taste wir jetzt runterkommen. Ich speichere das einfach mal ab. Dann können wir uns immer einen Heli vorbeirufen. Springe hier elegant. Nein! Ich glaub's ja nicht. Was ein Fail. Und da ich jetzt weiß, dass ich Shift drücken muss, probiere ich das jetzt nochmal mit dem anderen Flugzeug aus. Fuck. Da lässt der Sprint nach. Okay, warum bestelle ich mir das nicht einfach? Okay, bestellen wir uns kurz das andere Flugzeug. Ah, ja, Fahrzeuglieferung. Nein, oh, jetzt habe ich mir die Thompson geholt. Wow. Okay, damit kann man nach oben. Womit kann man nach unten? Ah, mit Steuerung. Gut, ich wollte aber nicht die Thompson. Ich wollte die Snipes. Ja, Steuer, Dingens, Shift ist es. Hochziehen, hochziehen, hochziehen! Fuck. Na, shit. So, what exactly is a hotspot? Basically, giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. Ja, das wissen wir ja schon. Oh, und da haben wir den ersten. Okay, arbeiten wir diesmal etwas mehr mit der Shotgun. Jesus, would you look at the size of that thing? Focus on the shield generators, otherwise you'll never get to the main console. So much for a hard fight! Shit, okay. Guess I just pull these out. Yep. Lebte noch. Okay, nochmal. Ah.
Nice, mit der Shotgun können wir auch gut austeilen. Ich musste die nicht einmal nachladen. Solche Fähigkeiten will ich auch haben. Okay, das Teil wird nur von Zweien geschützt. Ah, hier, diesmal sind die auf dem Dach. Alles klar, wir smashen da jetzt einfach von unten rein. Jodeli-huhu. Ist etwas Geld fallen gelassen. Ich will die Waffe da mitnehmen. Wie kann ich die Waffe da mitnehmen? Ist das vielleicht die hier? Ich kann die Waffe nicht mitnehmen, aber das scheint die hier zu sein. Heißt das jetzt für einen Moment? Wir haben jetzt wieder Munition für die oder was? Nee. Soll ich einfach E halten draufstellen? E halten. Da passiert nichts. Schwere MP gegen Alien MP. Erhalten. Holy shit! Machen wir mal erstmal. Und hier vorne gucken wir auch nochmal nach. Ah, das haben wir schon. Ah, und genau, das ist auch okay. Wieder Shotgun Action. All hail to me. Reinforcements engaged. Hier ist auch noch einer. Shotgun gefällt mir richtig. Ah, okay. Nein. Ah, okay, und die ganze Munition von dem nehmen wir dann auch mit. Sauber. Strange readings close to you. Okay, Hammer. Fiery sky and rain. The fuck is that? Oh. I don't know, but it isn't reading like a normal thing. I think you can integrate your code with it. And that means what? It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Yeah. Oh, that inside. Okay, schnappen wir uns den Wächter. Gleich haben wir ihn. There goes nothing. Boom. No. Hey, it worked. Hammer. Yes, bravo.
Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Forget about him, Kinsey. How about setting up one of those training rooms for me? I think I can do that. Alles klar, aber der Timer hat gelaufen. So what did I get? Teleportation? Also? Laser vision? Bone claws? Please let it be bone claws. What? Looks like the ability to freeze people and Leute und Gegenstände einzufrieren. That sounds awesome. Klingt mega super, aber das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Saints Row. Also bis dahin, ciao Leute.